Hallo und moin moin, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich darf Sie heute ganz besonders begrüßen. Heute habe ich ein Jubiläum, und zwar meine 250. Sendung. Und dazu habe ich mir auch einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich bin auch froh, dass er gekommen ist. Er hatte eine Anreise aus Hamburg. Aber das ist ja heutzutage bei der fertigen Bundesautobahn nicht mehr ganz so schwierig. Was er gemacht hat und wo er herkommt, darüber reden wir noch im Laufe des Gesprächs. Aber ich möchte ihn erst mal vorstellen. Und wie gesagt, freue ich mich ganz besonders, dass er da ist. Bob Lanis. Bob. Gerne, freue mich auch. Ich freue mich auch. Schön, dass du gekommen bist. Und das ist ja hoffentlich auch für dich so ein bisschen spannend, jetzt über dein Leben mal zu erzählen für ein ganz anderes Publikum. Genau. Wir fangen einfach mal mit deinem Namen Bob an. Das ist ja eigentlich nicht deine eigentlichen Vornamen. Robert. Wie kam es dazu? Ich bin geboren Robert, aber in Amerika like Robert, Bob, Richard, Dick, William, ja. Bill, ja. You know, Anthony, Tony, so and Bob or not your Dick. Ja, ja. Geboren in Amerika? Cleveland, Ohio. Cleveland, Ohio. Aha. Schöne Jugendzeit gehabt? Sehr schön, ja. Sehr schön. Dein Vater war Italiener, ne? Italienische Abstammung, ja. Ja. Erste Generation Italo-Amerikaner. Ja. Meine Mutter auch. Aha. Und wie alt war er, wie er nach Amerika kam? Da, er war geboren in Amerika. Ach, war in Amerika geboren? Meine Eltern sind ausgewandert, meine Großeltern sind ausgewandert 1914. Aha. Gut. Jetzt kommen wir mal zu dir. Du bist geboren am 2. August 1941 in Cleveland. In Cleveland. Ja, genau. Nun kann ich mir vorstellen, Bob, dass so eine Jugendzeit ganz anders ist als in Deutschland, ne? Gibt's denn da, kannst du mal über deine Jugendzeit so ein bisschen was erzählen? Ich habe gegenüber die Grundschule gelebt. Und die Grundschule war 8 Uhr morgens bis 15 Uhr, die ganze Zeit. Und dann habe ich angefangen mit 5. Mein Vater hat gewollt, dass ich Geiger. Mein Vater hat Geiger gespielt und später Percussion. Hat gewollt, dass ich Geiger spiele. Das habe ich nicht so gern gehabt. Ich habe mehr Baseball gespielt damals. Und dann mit 7 hat er einen Posaun zu Hause gebracht, aber mein Arm war zu kurz. Dann hat er eine Trompete gebracht und da bin ich stehen geblieben. Da bist du stehen geblieben. Da brauchst du nicht so einen langen Arm. Nee, das brauchst du nicht so. Aber bist du bei der Geige geblieben? Nee. Nicht? Gar nicht. Gar nicht, nee. Weil ich habe einige Aufnahmen gesehen von dir im Internet und mit James Lutz zum Beispiel, wo du bist ja lange gewesen, da sprechen wir gleich drüber. Und da spielte einer Geige und habe gesagt, das könntest du sein. Kann das sein, ey? Nee, ich glaube nicht. Ach so, okay. Jetzt hast du den normalen Schulweg gemacht, wie das auch in Deutschland geht. Grundschule und dann Abi. Abitur. Und dann hast du studiert? Ja, ich bin nach Ohio State University, Columbus, Ohio, gegangen, Stipendium, Musikpädagoge zu werden. Aha. Ich war 2,5 Jahre da. Und dann hatte ich ein großes Problem mit einer entzündeten Weisheitszahn. Der Weisheitszahn war ausgezogen, es ist entzündet geworden. Und dann ich musste das Studium abbrechen. Ich habe 2 Jahre ausgesetzt, wieder heil geworden. Aber in dieser Zeit habe ich angefangen, ich war 20, angefangen zu spielen in Cleveland, Ohio. Ja. Da war ein Nachtlokal, heißt die Alpine Village. Das war besitzt bei einem Österreicher, Herbert Pirchner. Und alle die Stars waren da, die waren hingegangen und die haben zugemacht und dann wieder geöffnet und ich war engagiert als Trompeter. Ja. Der Musikerleiter Dave Ennis hat mich vorspielen lassen und hat gesagt, du bist der Jüngste, der wenigste erfahren. Ich sage aber, du spielst am besten von allen. Ich sage, ich gebe dich 4 Wochen Möglichkeit, ja, zu sehen. Dann habe ich den Job bekommen. Der erste Show war mit Pearl Bailey, eine fantastische amerikanische Sängerin. 2 Wochen lang und es war wirklich Spaß. Und ich habe da 1,5 Jahre. Und Dave Ennis hat mich immer gesagt, Bob, geht wieder zur Schule. Ich sagte, ich habe immer gewollt zu studieren. Ich sagte, wegen der Depression muss ich Geld verdienen für die Familie. Geht's. Und er hat mich wirklich überredet, mein Studium zu Ende zu bringen. Ja, wollte ich gerade sagen. Du hast es doch dann auch zu Ende gemacht. Ja, 1965, Bachelor of Science and Music Education. Ja, hast du dein Bachelor gemacht, ja, dann, ne? Bob, jetzt kommen wir mal zu einer ganz tollen Sache. Und da möchte ich denn, dass du das auch genau und richtig schön erzählst. Und zwar gibt es ja auch den Militärdienst in Amerika.
Da wollte ich aber nicht so ganz gerne hin. Und da gab es dann die Möglichkeit, davon zu kommen. Ja, das ist dir gelungen, aber nicht ganz, ne? Ja, das war eine Zeit, wo alle Leute mussten Militärdienst wegen des Vietnamkriegs. Ja. Ja. Na, wegen mein letzter Tour mit der Ohio State Concert Band, wir haben gespielt. Ich hatte ein Angebot gehabt in die US Navy Academy Band. Ja. In einer Marine Band in Washington, D.C. so mitzugehen. Aber dies war 4 Jahre lang. Und ich habe auch vorgespielt für die NORAD Band, North American Defense Command in Colorado Springs, which was ein absolut Klick of the super top Musiker. Ja. Und ich habe das bestanden. Aber nach 1,5 Jahren, da waren so viele Leute, da musst du 3 Jahre versprechen. Sonst warst du eingezogen für 2 Jahre und du weißt nicht, wo du wirst, aber 100%ig nach Vietnam. So. Ja. So, sie haben so viele Leute in der Band genommen, zu retten von den Vietnam-Sachen, dass plötzlich in die Army-Element der Band, da waren so viel Soldaten. Und da waren nur 6 Leute, das hat ein Jahr schon fertig gehabt, aber ein Jahr noch zu machen. Und alle fünf von uns sind geschickt nach Vietnam. Oh. Ja. 2 mit mir in außerhalb von Saigon und 2 in der First Division Band. So, das war ein Jahr lang. So. Aber du hast es ja geschafft, die erste Zeit erstmal davon zu kommen, ne? Ja, das erste Jahr habe ich das verhindert, aber dann in Vietnam, da war kein, you know, Invader. Ja. You know. Ah, da warst du dann aber nicht beim Militär, ne? Ich war beim Militär. Aber die ganze Zeit? Du hast Waffen hier und eine Trompete da. Ach so. 3 Jahre. Dann hast du da in der Band gespielt, ne? Ja, nur in Vietnam, ja, in der NORAD Band, ja, nicht. Und warst du auch Vietnam? Ja, ein Jahr. Ein Jahr? Oh, gleich über der Tet-Offensiv. Ja, oh Gott, oh Gott. Ja. Aber was ist passiert? Wir haben einen neuen General gehabt bei Januar. Für Bernard Rogers, der war später Chef of NATO hier in Belgien. Ja? Ja. Der war dann nur Chef of the 1st Division und die haben eine große Party Empfang gehabt und ich habe eine kleine Jazz-Einheit und wir haben gespielt. Und dann wir haben gespielt und der Bernard Rogers kommt da mit ein paar Leute. Er sagt, Soldat, kannst du Sugar Blue spielen? Und ich sage, nein. Er hat es umgedreht und ich habe ihn gespielt. Ja. Ich sage, sorry. kannst du I Left My Heart in San Francisco? Hätten 10 oder 12 Titel gewünscht, ich habe ihm alle gespielt. Dann hat er gesagt, die Soldat, ich sage, das ist der beste Trompeter, ich habe ihn in der Armee gehört. Und der Chef of the Camp, der hat mich den nächsten Morgen schicken lassen, oben in the middle of the combat zone. Das ist 1967. Und the Tet Offensive, ja, in January, the end of January, ist gleich über uns angefangen. Light K heißt ja. Das. Ja. Und das war wirklich schwierige Zeiten. Wie du dann zurückgekommen bist, aber bist du wieder aufs College gegangen, nicht? Ja. Und wolltest du jetzt, aus welchem Grunde? Ich bin an University of North Texas State University, North Texas State University. Jetzt heißt es University of North Texas in Denton, Texas. Es ist eine the beste Schule for Big Band and for Jazz playing in America. Yeah. In der Welt. Es ist like ich habe mich beworben vorher für eine Assistantship, dass ich darf studieren und gleichzeitig unterrichten. Also. So habe ich da und es war 2 fantastische Jahre. Wirklich toll. Oh, wunderbar. Jetzt kommen wir mal zu der 1 o'clock Lab Band. Ja, war das auch eine bekannte Gruppe damals? Ja, immer noch. Immer noch? Ah, die gibt's ja immer noch. Und wie lange warst du da? Ich war 2 Jahre da. 2 Jahre. Eine Freundin von mir, ein sehr, sehr guter Freund von mir, das von dieser Zeit kennengelernt, ist Lou Marini von den Blues Brothers. Ja. Der Saxophon-Player mit dem langen Haar. Ja. Und ich habe ihn 20 Mal gesehen hier in Europa, immer. So wir immer treffen uns und wir schreiben oder telefonieren. Ja, ja. Von dieser Zeit. Ja. Sehr, sehr gut, gute Zeit. Jetzt nach dem Studium auf Master, da hattest du eine Mission. Kannst du dich daran erinnern? Ich weiß nur, dass wir haben mit der North Texas State Band in dem Montreux Jazz Festival gespielt. Ja. In 1970. Und ein Teil von diesem 70, wir waren gesponsert von Lufthansa. So, unser erste Konzert war in Hamburg in der Johanneum Gymnasium. Und da haben wir nochmal gespielt. Curio House. Und dann
Jazzhaus in Berlin, Domizil in München, ich 7 oder 8 Konzerte, so in Frankfurt. Und dann der Montreux Jazz Festival. Und da habe ich die Clark Terry, und das ist der Herr hier, Clark Terry. Der war früher mit Duke Ellington, Count Basie. Oh, und das sind natürlich Namen, nicht? Ja, ich habe mit ihnen in einer Band gespielt. Ja. Und der war Gast da, und der war eine Gruppe von der Universität Bands da, für Universität. Und wir sind sehr gut Freund geworden. Ja. Und dann, der hat mich überredet, ich habe gewollt zu unterrichten, und er hat mich gesagt, du solltest spielen. Und er hat mich immer Briefe geschrieben, versucht zu spielen. Aha. Und so der hat mich umgedreht. Ich habe gewollt, pädagogisch tätig zu sein. Ach so, aha. Ja. Zurück nach Amerika. Ja. Und bist du dann aber 1971 bist du nach Europa zurückgekommen? Welchem Grunde? Ich habe gewollt, nach Los Angeles zu gehen, von Texas. Und dann habe ich einen Brief von Clark Terry bekommen. Ich habe eingeschlafen mit meinem Auto, mit einem U-Haul-Wagen voll. Und ich war unterwegs nach Los Angeles, ich bin zu schlafen, aufgestanden, haben meine Eltern gesagt, ich habe mich entschieden, ich gehe nach New York. So ich bin nach New York, und zu Hause war ich dann nach New York gegangen. Und der nächste Tag habe ich Clark Terry getroffen, und er hat mich vorgestellt zu einigen Leuten. Und es war fantastisch. Die erste Woche, war ich da, habe ich gearbeitet. Freitag und Sonnabend. Mit einer Society-Band, ein Hotel, you know, Tanzmusik, 4 Stunden unerwartet. Und wenn du mit Thad Jones, Mel Lewis in der Village Vanguard gespielt hast, für eine Jazz-Nacht mit der beste Jazzmusiker in der Welt, kriegst du $20. Oh. Mit dieses, da waren auch einige derselben Leute, für Society-Musik, you know, St. Pierre Hotel, Waldorf Astoria, das hast du für 4 Stunden $125. Oh. Das war mein Miete in New York für einen Monat. Ja. Und ich habe 5, 6, 7 Mal in einem Monat gearbeitet mit dieses Band. Oh, yeah. Und so, das war, you know, ich hab, aber New York macht keine Pause. Ach so. Ja. Es ist immer hektisch, und wenn, wenn einmal im Monat die würden sagen, alles ist Schluss, Pause, und dann wird es okay sein. But es ist immer 24 Stunden, 7 Tage der Woche, immer, full power. Immer um die Uhr. Ja. Ja, und dann bist du aber, wie gesagt, nach Deutschland gekommen, 71. Dann habe ich einen Anruf, ein Angebot zu kommen nach Deutschland, nach Europa. 7 Wochen Tournee mit der Glenn Miller Band, mit Buddy DeFranco. Oh, ja, ja. Und der Buddy DeFranco. Und so, ich habe die Band 4 Tage vorher in North Carolina. Ich bin eingeflogen in North Carolina, habe Leute kennengelernt, Noten kennengelernt. Und dann gleich nach Europa. Aha. Und dann, wir haben gespielt in der Musikhalle in Hamburg, Musikhalle. Und damals, der Norddeutsche Rundfunk hat einen ersten Trompeter gesucht. Aha. Und da waren einige Leute da, und die haben meinen Namen. Und dann irgendwie 2 Wochen später in London kriege ich ein Telegramm mit einer Einladung, wieder nach Hamburg zu kommen für ein Probespiel. Ja. Der Morgen, dass ich bin weggefahren von New York, geflogen von New York nach London, nach Amsterdam geflogen, ich hatte ein Angebot von meinem Ex-Professor, mein Professor John Haney in North Texas. Ein Freund von mir hat einen Professor gesucht in Redlands University in Kalifornien. Und die haben gewollt, dass ich diese Stelle übernehme. Ich habe gewollt, diese Stelle zu machen. Aber wegen dieser Einladung zu NDR, ich bin dahin gegangen, und es war ein tierisches Erlebnis für mich, dass ich habe die Möglichkeit, Herb Geller zu kennenlernen. Because Herb Geller war fest in NDR. Ja. Und als ein Teenager, er war einer meiner Helden. Ja. Eine Heldin da. Und da habe ich gesagt, du bist der Herb Geller? Sie sagte, ja, das ist wow. Ja, so, ja. Wir sind sehr, sehr gute Freunde geworden und geblieben. Bis Herb Geller, ein Ableben, ja. So, ich habe entschlossen, ich komme nach Deutschland für 3, 4 Jahre, sehe, was passiert. Ja. Und es ist jetzt 48 Jahre geworden. So. Aber was hast du in der Big Band gespielt? Oder, ja, oder war Rundfunk unter Franz Ton, Alfred Hauser. Auch bei Franz Ton? Tanzote, ja. Alfred Hauser, ja, das waren ja Namen. Ja. Ja, gut. Da habt ihr aber alles gemacht. Da bist du dann von der Jazz-Schiene so ein bisschen runtergekommen, ne? Habt ihr total alles gemacht. Ja. Und dann, at the end of the erste Jahr, die NDR hat damals 3 Big Bands. Ja. Und die 2 Big Bands waren entlastet, aber die 2. Big Band hat einen Prozess gegen NDR geführt. Und die haben das 4 Jahre lang geführt und gewonnen, die 3. Instanz. So alle diese Leute, das war in der 2. Band, mussten zurück zu NDR.
Ja. Now, alle diese Leute, oder meiste der Leute von der zweiten Band, war Mitglied of the original James Last Orchestra. Ja. Also wenn es kommt zu der Zeit dann, ich habe nur mit Heinzi Habermann Plätze getauscht. Ja, so. Der ist vom Hansi gegangen zu NDR, ich bin vom NDR. Also, da war der Wechsel. Ja, so ist es gut. Und das hast du nicht bereut? Super. War das schön? War tolle Zeit? Glücks. 30 Jahre? 30 Jahre. Unglaublich. Warst du der alleinige Trompeter? Da waren natürlich noch mehr. Nee, das vier Trompeter. Vier Trompeter, das hat sich ab und zu gewechselt. Ach so. Wegen Leute geändert oder ja. Geänderte Position oder was. Ein paar unglückliche Ablebenfälle gehabt. Aber ach so, ja. Und das war wirklich Spaß. Die Sache mit Hansi, da war so viele verschiedene Arten von Musik zu spielen. Ja. Aber da waren like 8 bis 10, 11 Aufnahmen pro Jahr, 5, 6 Fernsehshows. Ja. Und maybe vielleicht 2 Turnier, 3 Wochen ja. oder 1 oder 3 Wochen. Aber du hast genug Zeit, mit anderen Leuten zu arbeiten. Ja. Aber ich konnte mit Peter Herbolzheimer sehr viel zu tun. Bert Kampfert habe ich sehr viel zu tun. Bert Kampfert, ja. Freddie Quinn habe ich sehr viel gemacht. Rolf Zukowski. Alle Leute, das hat aufgenommen in Hamburg, wir haben zu tun mit. You know. Ja. Auch Rockband, Lucifer's ja. Friends zum Beispiel. You know. Und auch. Ich vergesse den Namen. Egal. Das ist schon mal egal. Ja, ja, die Gitter, eine riesen Bandbreite, wo du die überall yeah. mit Filmen alles gemacht hast. Bert Kämpfer auch, ja, das habe ich auch gelesen. Bob, jetzt mal etwas ganz was anderes. Gagenmäßig war das bei Lars am besten von allen Orchestern, wo du warst? Ja, es war immer ein bisschen mehr als normal. Ein bisschen mehr. Und so, dass es auch ausreichend war. Aber du bist ja 30 Jahre da gewesen und wenn ihr so viele Platten auch gemacht habt, habt ihr da auch von was abgekriegt oder haben sie alles schön? Nein, wir haben eine Festgage für die Platte gemacht. Ach, festgehalten, aha. Aber Hansi war immer sehr großzügig, Reisen hier, Reisen da. Ja. You know, eine Woche mit Freunden nach Las Vegas oder Mallorca. Ja, oder, ja. You know. So war wirklich viel Spaß. War ein guter Chef. Ja, toll. Tatsächlich. Kumpel. Es war Spaß mehr als Arbeit. Ja, tatsächlich. Wie ein Freund von mir hat einmal gesagt, wir haben später hat Hansi angefangen Golf zu spielen. So. Oh, ja. Ein Freund von mir hat einmal gesagt an einer Fernsehshow in London, ich sagte, wir haben ab und zu ein Konzert zwischen den Golfspielern gehabt. So. Ja, na gut, okay. Sag mal, hat er ein großes Anwesen in Florida, ne? Ja. Direkt am Atlantik? Ja. In Miami oder wo? Nee, Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Und dann hat zwei, einen in Fort Lauderdale, ein zweiter in Fort Lauderdale, dasselbe Komplex. Und dann Eagle Trace hat ein Haus und dann ist zu Coral Springs. Er und Valtraud haben die Haus, das sie haben gehabt, in Eagle Trace bauen lassen in Coral Springs. Aha. Das ist ganz schön. Gleich auf einem Golfplatz. Aha. Hat er euch auch schon mal eingeladen, die ganze Band? Ja, schon da. Ja? Und dann hat er da, aber ich habe da mal irgendwann, das ist ganz, ganz lange her, ja. im Fernsehen mal war so ein Bericht über ihn. Und da habe ich dann gesehen, dass ihr alle so in kurzen Hosen, in kurzen Hemden dann auch mal schön draußen gejammt habt. Ne? das kann ich mir gut vorstellen. Eine kleine interessante Nebensache. Ne? Ja. Ich spiele einmal da mit Valtraud Lars in der Flight Dressing zusammen und ein anderer Mitglied der Band. Und dann kommt zwei Leute hinter uns, das war sehr schnell, und sie sagt, oh, das ist der Chef vom Teekanne. Der Chef vom Teekanne. Ja. Und so, ich sag, wir lassen ihn durchspielen. So, der kommt und er sagt, in Englisch, habe ich gesagt, you know, would you like to play through? Ja. Möchtest du durchspielen? He says, oh, thank you very much. Und so, er teased den Ball ab, er haut den Ball 20 Meter im Wasser, und er goes, scheiße. Und ich habe mir gesagt, ja, das war wirklich ein schlechter Schuss, habe ich in Deutsch gesagt. Ja. Der war schockiert. wir kommen jetzt nochmal zu den ganzen Alben, wo du mit tätig warst. Ja. Wir hatten ja die ganzen Bands und auch bei verschiedenen Musikern, die natürlich auch mit Bands zusammengearbeitet haben. Wer war, außer Lars, wo hat es dir den meisten Spaß gemacht? War Bert Kämpfer da auch gut? Ja, Kämpfer war auch gut, aber musikalisch zweimal, dreimal durchspielen, fertig. Aha. Ein musikalischer Highlight war, ich hatte die Möglichkeit, eine Musiker war krank bei NDR und ich bin angerufen zu Aushilfen bei dem letzten großen Konzert von Chet Baker.
Oh. Das war in Hannover aufgezeichnet, ja. Und den Chet Baker habe ich nie in meinem Leben kennengelernt vorher. Ja. Und wir haben Proben am Morgen gehabt, er war spät, er ist kaum, der Tag vorher nicht gekommen, er ist spät in den Morgen gekommen. Nachmittag haben wir auf einem Tisch mit 5 oder 6 Leuten, der ist zu uns gesessen, 3, 4 Stunden, wir haben nur gelacht. Und dann Konzert, und dann, das Konzert war fantastisch, war wirklich, das muss jeden Musikliebhaber muss das Konzert hier. Das glaube ich, ja, das waren schon Musiker, das ne? Ja. Bob, jetzt gibt es noch etwas, so eine Einspielung des Europa-Label. Was, ja. Was hat das auf sich? Die ganze Sache ist, dass ich habe gewohnt, ein paar Dinge, ich habe nicht wirklich eine große Ehrgeiz, Soloist zu werden oder was, aber ich habe eine sehr gute Freundin in Hamburg, dass ich habe viel zu tun, Werner Becker. Ja. Randy Pye, Rockmusiker, er hat sehr viel Erfolg unter dem Namen Anthony Ventura. Oh, ja. Die Je T'aime-Series. Ja. Und er hat mich einmal angerufen, haben sehr viel auf Berlin aufgenommen. Und ich sagte, weißt du, ich habe einen Titel angeboten von einem Verlag, zu aufnehmen in Ventura. Ich sagte, aber es passt für Trompeten. Und das war dieses Titel. Ach so. Le Cathédrale von Gerard Lenormand. Ja. Kürzer. So, wir haben die Sachen zusammen gemacht für Polydor. Und dann die Sachen ist auf den Markt gekommen, alles anders, aber davon ist die Plattenfirma Europa interessiert und die haben mich angerufen. Yeah. Und ich sagte, wir müssen machen. Die hatten früher mit Horst Fischer alles aufgenommen. Also Horst Fischer hatte ein paar persönliche Probleme, er ist nicht gekommen. Und wenn er gekommen ist, er konnte nicht wirklich spielen. So, die hatten die fertige Produktion, so ich habe die Produktion zu Ende gespielt. Und dann. Der hat diese Produktion gemacht unter einem falschen Namen. Oh. You know, John Varese heißt er, der Künstler, das war ich. Yeah. But, so dann haben gesagt, ja, wir möchten noch ein paar mehr machen. Und ich habe gesagt, könnt ihr meinen Namen nutzen? Ich sage, ja, gern. So, dann, das war der letzte, wir haben gemacht. Ach so, die große da. Aha. Okay, und prima. Das alle meine Freunde sind auf das. You know, Band mit wem hast du das zusammen gemacht? Ja, das Werner Becker hat das arrangiert, produziert und dann mit allen Leuten von The Last Band. And then, ach so. Das alle, Herb Geller, das alle Bekannten. Ach da. Schön, ja, aber so, toll. Das war ein schönes Zusammentreffen im Studio. So. Dann warst du auch pädagogisch tätig. In welchen Institutionen oder in Lehramt? Ich habe angefangen, offiziell angefangen in WWU, Big Band in Münster. Ja. Und ich war dann 17 Jahre oder so. Die haben keine Big Band-Programme, es ist die Uni, nicht die Musikhochschule. So, ich war durch ein paar Musiker, die haben mich gefragt. So, ich habe das Programm angefangen und es ist sehr, sehr gut geworden. Und es war so popular, dass wir haben eine zweite Band und auch dazu eine dritte Band gegründet, wo wir haben. Wo wir haben Leute, das hat alles was zu tun mit der Uni. Mhm. Und jedes Konzert, ich habe immer gesagt, wenn einer von euch, das hat früher, du studierst Medizin, du studierst Mathematik, Ingenieur, wenn du hast eben ein Instrument gespielt und möchtest weiterspielen, sag Bescheid, wir haben einen Platz für dich. Ah, so. Und dann war einen Tag, nach dem Konzert, kommt eine sehr, sehr attraktive junge Dame, ganz groß, lange Haare, super, und sie sagt, darf ich mit der Band spielen? Ich spiele Alto Saxophon. Oh. Ich sage, ja. Ich sage, hast du was mit der Uni? Ich sage, ja, ich bin Krankenschwester. Ich sage, ja, darfst du spielen? Sie ist zu der ersten Probe gekommen und sie hat ihre Freundin gebracht. Das ist auch alt, das ist genauso hübsch, aber dunkelhaariger. Und das einzige Problem ist, alle Leute in der ersten und zweiten Band haben gewollt, in der dritten Band zu spielen. Ja. So, das war ein bisschen problematisch dann. Na ja. Gut, okay. Da hast du auch eine eigene Band gehabt, nachher, ja, ne? Ich habe das, ja. Mein Hobby-Band. Wo war das denn? Ja? Downtown in Hamburg, Big Band oder? In Hamburg. Downtown Big Band, ja. In Hamburg, dann. Ja. Gibt's aber nicht mehr. Ja, ja. Gibt's immer noch? Ja. Aber Probe jeden Sonntag Nacht. Bist du aber nicht mehr dabei, ne? Ja, bin ich dabei. Bist du dabei? Aber du hast auch Probleme mit den Zähnen, ne? Nee, Problem habe ich ein bisschen dahin, ja. Aber ich leite die Band. Ach, du leitest die Band, ja. Ach so. Ja. So, wie haben Sie? Ja, ich mag die Einspielung, stilistisch und Dings. Ja, ja. Die Band existiert. Seit Jahren, es hat Leute von Kiel, Münster, überall im norddeutschen Raum. Und
etliche super Top-Musiker sind durch diese Band gekommen, durch die Studienzeit. Aha. I mean, Thorsten Benkenstein, er ist ein Trompeter bei Norddeutscher Rundfunk, Felix Meyer, Trompeter von Hamburg, Michael Leuschner, Peter Felsch, Frank Della, Lutz Buckner, leider zu früh gestorben. Aber sehr, sehr viele Leute sind durch die, Downtown Big Band zu NDR oder Berufsmusiker gekommen. From das ist eine Kunst, diese Musik von den 50er, 60er Jahren, Count Basie, Duke Ellington, Buddy Rich, das zu spielen, man hört eben nicht mehr am Fernsehen. Ja, das ist das Problem. Ah ja, genau, da gibt's ja gibt's auch keine Bands mehr, die die Musik machen, ne? Leider nicht. Also, In der Schule gibt's sehr, sehr viel. Ja, ja, tatsächlich. Jedes Gymnasium hat ein Big Band jetzt heute getan. Okay. Aber die Glenn Miller Band, die gibt's ja noch, die sind im Februar in Kiel. From Holland. Ja, die sind immer noch gut. Ja, super. Die sind immer noch gut. Top, mit dem Chor dabei, also richtig, ich gehe da hin, weil ich liebe Glenn Miller. Die Musik. Ah, das ist, was Wunderbares. Man muss nur denken, dass Glenn Miller hat so viel Erfolg gehabt. Ja. Und alle diese Titel sind nur instrumental. Ja, da gibt es keinen Text. Stimmt, ja. You know. Das stimmt, ja. Da gibt es keinen Text in Mood oder Tuxedo Junction. Ja, or, ja, genau. String of Pearls. Ja, like, das ist wunderbare Titel. Ja, aber hast du recht, das war nur instrumental. Das ist nicht. Bob, jetzt gibt es aber noch eine Band, und zwar die Werder Bremen Band. Was hat das jetzt auf sich? Ah, Werder Bremen Band. Werder Bremen Band war in Leben gerufen von Dr. Franz Böhmert. Dr. Franz Böhmert war Leiter of the Klinik links of the Weser, und er war gleichzeitig Präsident, erster Vorsitzender of Werder Bremen Fußballschule. Der war ein absolut fantastic, fanatischer Jazz-Liebhaber. Ja. Und er hat gewollt, ein Big Band zu haben für Werder Bremen. Die haben einen Musiker engagiert und die sollte das Band, und ich habe das gehört. Der hat einen Check für 250.000 Mark damals auf den Tisch gelegt und sagt, ich möchte ein Band haben. Oh, das hat mit dir gemacht? Nein, ein Jahr später, zwei Jahre später, die Band sollte spielen für eine Sitzung auf alle die Bundesliga-Präsidenten. Ja, ja. Und der Tag vorher, er ist gegangen und die Band hat ihm überhaupt nicht gefallen. Ja. Dann er hat angefangen zu fragen und dann seine Leute sind zu mir gekommen. So, dann ich habe die Band übernommen und die Band war, wir haben sehr viel Zeit und viel Spaß gehabt. Die Band ist sehr, sehr gut geworden. Ja. Und, aber mit den gleichen Musikern. Du hast aber ja, dann die gleichen Musiker. Der hat zwei Profi gehabt. Ja. Und die haben, mein Vorgänger hat zwei Profi gehabt. Erster Trompeter, erster Alt. Und ich habe gesagt, ich will kein Profi, ich will die Leute haben. Solange das ein Profi sitzt da, ein Amateur traut sich nicht, das Stimme zu spielen. Ja, ja. So hin. So. Franz Böhmert hat die Vorstandssitzung von Werder Bremen verlegt, so er konnte jeden Nacht zu der Probe kommen, jeden Montag. Ja. Ja, er hat ihn hat 15 Uhr gemacht, so dass er 18 Uhr Probe konnte pünktlich da sein. Ja, ja, ja. Und er sitzt da in der Ecke und hat einen Gin Tonic und ein Zigarette und eine Pause. Das Titel, was für Sammy Nistig und Count Basie. Ich sage, ja, das ist gut. Ich sage, auch, das ist gut. Es ist wirklich Spaß, mit ihm zu arbeiten. Ne? Du hast auch mit einem Landesjugend-Jazz-Orchester was zu tun gehabt. Auch im Hamburger Raum, oder? Hamburger Raum. Ich habe zurzeit regelmäßig mit Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Ich war neulich in Brandenburg im Oktober und ich habe einmal in Nordrhein-Westfalen. Ach so. Aha. In Nordrhein-Westfalen, die haben Leute nur einmal und dann wechseln, nie wieder. Ach, nie wieder? Ja. Aha. Das ist gut so. Nebenbei unterrichtest du aber auch noch, ne? Wie viele Schüler hast du denn? Zwischen 20, 40 in der Woche. 40? Ja. Nein. Wie machst du das alle denn? Alle vom 7 Jahre alt zu 82. Ach was. 40 jetzt durch 8. Halbe Stunde, 45 so, länger Minuten. Nicht. Ja. Das können wir vom Ansatz. Die Kleiner kriegen 40, eine halbe Stunde, und die anderen kriegen 45 oder die Erwachsenen kriegen eine Stunde. Ja, ja. Auch in hohem Alter noch. Ja. Das sind sehr viele Leute, das hat früher Instrument gespielt, die sind pensioniert. Da gibt es Big Bands, da gibt es Posaunenchor, da gibt es kleine Jazzgruppen. Die Leute spielen und die haben so viel Spaß. So viel Spaß an der Musik? Ja. Tatsächlich, hätte ich gar nicht gedacht. Ja.
Das ist unglaublich. 40 Kilo ist gut. Er ist irgendwie der Klavierspieler in Downtown Big Band. Ist da seit 40 Jahren. Ja. Er war ehemaliger Musiklehrer. Er leitet die erste Big Band in Hamburg. Er ist 82. Aha. Und ich habe jetzt ein paar Leute zu ihm geschickt. Mein Schüler, der meine Trompete braucht. Und ich sage, jetzt neulich, letztes Jahr, ist eine pensionierte Schulleiter von Elmshorn. Er ist jetzt fertig, ja. Und er spielt da regelmäßig. Er freut sich so auf die Auftritten. Auf das ist ja unglaublich, ne? Ja, aber ist doch schön, ne? Toll ist das, ja. Workshops machst du auch noch? Ja. Ja? Und wie viel? Und auch? Auf Bedarf. 5 oder 6, 8 im Jahr. Ach so, okay. Und macht Spaß? Ja, tierisch. Ja. If es macht keinen Spaß, dann ich bin nicht da. Aber dass du alles noch so schaffst, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Kommst du auch da alles, kommst du gut mit zurecht? Ja, jetzt komm zurecht. Die einzige Sache ist, weil wir sind nur unter 4 Augen, das Sache ist, dass, wenn wir hier sind, ich vergesse nicht meinen 40. Geburtstag. Ich habe mit einer super junge Dame zusammen in Nürnberg gegen. Ihr Oma war damals 85 und sie war gesund, sie hat Fahrrad gefahren. Und einmal ich sitze mit sie und ich sage, sag mich Bescheid. Ich sage, ich möchte wissen. Ich sage, ich habe 7 Jahre Universität. Ich habe nie gelernt und niemand hat erzählt, wie man älter wird. Ja. Du kannst das nirgendwo lernen, wie man älter wird. Und sie hat gesagt, ich bin Hebamme. Hier, seit 55, 60 Jahren, sie sagt, nur in den letzten 5 oder 6 Jahren sind Kinder geboren mit Behinderung, mit Problemen oder was. Das ist nur kommen, weil die essen, ist nicht gesund. Ach so. Und sie hat gesagt, dass aufpassen auf was du isst. Ja. Ich sage, das ist die wichtigste Sache. Das ist das Entscheidende, ja. Ich mag das nicht, aber das ist, aber das ist ein normaler Älterprozess. You know. Da gibt es nur 2 Alternativen. Älter werden und man stirbt. You know. So. Und die erste Erlebnis ist, wenn plötzlich du fängst an zu lesen und du musst das lesen. Ja, und Leute sagen, du machst das so. Du fängst an. Und dann gehst du zu dem Arzt, der Augenarzt, und er sagt, ja, wie alt bist du? Ja, 45. Hier, probier diese Brille. Ja. Kannst du alles lesen? Kannst du das kleine Print auf der Druck auf der Uhr lesen? Ich so, wow, ich sag, was ist das für Brille? Ich sage, das ist die über 40 Brille. Das ist der Anfang. Ja, das ist das alte, wo es anfängt. Man muss lernen, so ja, gut, okay, aber es gibt ja Hilfsmittel genug, Gott sei Dank. Nee. Dann gibt es noch eine Vincent Bach. 197, deine große Liebe. Ja, zurzeit. Das? Was ist das? Das ist ein King Silver Flare. Aber ich habe gedacht, das ist ein bisschen eng, so ich habe einen Vincent Bach Schaustück drauf machen. Das ist austauschbar. Aha. So. Ah. Und damals, das war geradeaus, wie eine normale Trompete. Ja. Bei Instrumentbauer damals in Hamburg, in Langenhorn, Harald Wetzel, der hat mich gesehen auf der Starparade mit Hansi und ich habe früher sehr viel hier gespielt, nach unten. Ja. Und ich sagte, weißt du, ich habe für Heinz Habermann das Schaustück gebogen, wo es geht nach oben. Ich sagte, lass mir das für dich machen. Ach so. So, was ist passiert, ist, ich habe das überlegt und wir kommen zurück von einem Auftritt mit Hansi von Arosa. At 4 Uhr morgens, der Berg unten, und ein Herd of Elf oder Rentier geht über die Straße. Der Autofahrer, der Busfahrer ist gebremst und der Weichkoffer hat es nicht geholfen. Es ist alles komplett kaputt gebaut. Oh. So, der hat das, repariert, er verbogen, und dann das war's. Ah. Und dann das war like ein Markenzeichen für mich. Das war bei Zufall. Ach so. Es ändert den Sound nicht, es ist nur optisch. Das ist, kommt ein bisschen besser an dem Mikrofon. Ach so. Ah, zwischenzeitlich habe ich ein bisschen geändert, ich spiele ein bisschen mehr geradeaus. Ah, so. Okay, was dann? Bob, jetzt haben wir die ganze Menge erzählt, beziehungsweise du hast die ganze Menge erzählt, was ich auch von dir wissen wollte. Das war ganz, ganz toll. Jetzt wollte ich nur noch wissen, möchte ich nur noch von dir wissen, hast du ein Hobby und hast auch Zeit dazu, wenn überhaupt? Ja, ich habe ein Hobby, ich liebe das Golfspiel. Golfspielen? Ja, Golfspielen. Aber vor einigen Jahren habe ich ein Konzert mit meiner Big Band
Und es war 19 Uhr auf dem Golfplatz allein. Beautiful, sonnige Sommernacht. Und ich habe den zweiten Schlag gemacht. Und ich habe die Meniskus in mein linkes Knie gerissen. Oh. Und ich musste auf Hand und Knie 200 Meter zu dem Clubhaus. Und es war Pfingsten. Und das ist nicht, was du machen kannst am Pfingsten, nee. Im Krankenhaus oder was. So habe ich gewartet, bis das ganze Sachen war. Und seitdem habe ich wirklich nicht wirklich viel gespielt. Nicht aber viel. Ich bin aktiv in der Club. So. Ja, gut, okay. Ist auch noch. Ich will noch viel abfahren. Ja. So. Ich will nächstes Jahr fangen. Ja. Wie ist mit Urlaub? Urlaub mache ich Urlaub immer im März zu meiner Schwester in South Carolina. Ich habe zwei Schwestern in South Carolina. Wo? South Carolina. Ach, South Carolina. Oh, geht da hin. Ja. Schönste Strände, sagt man, ne? Das ist immer einmal jeden 5 Jahre kriegen wir Schnee. Ja? Oh. Da kriegen wir Schnee, aber die Stadt hat keine Flur, keine Salz oder keine Sand. Ja. Die Leute weiß nicht, was zu machen. Bob, letzte Frage jetzt. Ja. Noch an dich. Du hast ja unglaublich viel erlebt. Du hast schöne Sachen, überwiegend nur schöne Sachen, was du jetzt erzählt hast, erlebt. Sag mal, gibt es ein außergewöhnliches Erlebnis, wo du sagst, okay, ich habe viel erlebt, ich habe viel gesehen, und, aber eine Sache, das war für mich eigentlich das Schönste in meinem Leben, was ich überhaupt erlebt habe. Eine schwere Frage. Schwere Frage. Ich weiß oftmals. Ich habe sehr, sehr viel fantastisch Menschen kennengelernt, ja, in meinem Leben. Musiker und nicht Musiker. Und ich glaube, dass jedes Mal du hast Kontakt mit Leuten und du kannst Musik teilen, Sport teilen. Da gibt es eine Rub-off. Du lernst was von dem, der lernt von dir. Und immer diese Begegnung. You know, ich habe Freunde, ich habe kennengelernt vor 40, 50 Jahren. Ein Ehepaar in Schottland zum Beispiel. Ja. Die rufen einmal im Monat nur zu sehen, wie es geht. Und er ist ein junger Mann und sein Freund in Süddeutschland. Und er kommt zweimal im Jahr eine Woche mit mir Trompetenunterricht zu machen, die ganze Woche. Und dieses Freundschaften, ja, das bereichert dein Leben. Ja, das ist das Schönste. Und dann die andere Sache, der erste Mal in der Royal Albert Hall mit James Last war magic. Ja, you know, gut. 8000 Leute und verrückt. Wahnsinn, ne? So, ja. Die Fernsehshow kann man immer sehen. Ja, ja, sure. Wunderbar. So. Bob, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei mir warst. Freut mich für die Einladung. Gerne. Alles geschehen. Gut, ja. Ich wünsche dir weiter alles Gute. Gesundheit. Bleib gesund. Wir alle bleiben gesund. So, wir bleiben noch ein bisschen zusammen. Wir feiern auf 250. Super. Und komm gut nach Hause. Und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal beim Konzert. Weiß man alles nicht. Und wie gesagt, Gesundheit und für dich alles Gute weiterhin. Und bleib so, wie du bist. Toller Typ. Dankeschön. Gerne. So, meine Damen und Herren, das war's mal wieder. Wieder eine ganz tolle Sendung, und in der nächsten Woche sehen wir Frau Dr. Inge Schröder, ist die Leiterin des Muthesius Transferparks in Kiel in der Wiek, und zweitens ist sie noch Leiterin eines Clubs mit dem Namen FKK, aber das wird sie Ihnen dann auch erzählen, da können Sie sich schon drauf freuen und auch viel Spaß dabei haben. Herzlichen Dank nochmal und alles Gute für Sie und danke.